Ho, Merry Christmas! So, hallo wieder hier bei mir, dem Luca von den Löwen, zu einer weiteren Folge von Weeble Potter's World. Und zwar zu einer ganz besonderen Folge. Ja, nämlich, es ist Weihnachten, Leute. Und deswegen wünsche ich euch allen mal frohe, frohe Weihnachten auf jeden Fall. Und eine wunderschöne Zeit. Ich bin jetzt hier in der, ja, normalen WBPW-Map. Wer hätte es gedacht? Und ich hatte zwar eigentlich gedacht, dass ich das Weihnachtspack jetzt nicht reinmache, aber ich fand es dann doch ein bisschen schön. Und ich finde, das sieht auch ziemlich schön aus, so mit dem ganzen Schnee und alles ist so weiß. Und ich stehe drauf, wenn alles weiß ist. Und okay, das geht jetzt zu weit. Ja, ich habe noch keine genaue Vorstellung, was ich jetzt diese Folge machen möchte. Aber ich habe so ein paar kleinere Ideen, kann man sagen. Nämlich gehe ich jetzt einfach mal. Okay. Scheinbar soll ich nichts drinnen machen. Okay, das war die Antwort. Ja, doch, ich habe eine Idee. Ich weiß, was wir diese Folge machen. Und zwar, man sieht, ich habe hier auch ein bisschen weihnachtlich geschmückt im Off. Ja, ich habe das alles gemacht, weil ich habe das halt letzte Folge nicht gemacht. Und dann mache ich das eben diese Folge. Und ich weiß gar nicht gerade, was ich hier suche. Erstmal bringe ich kurz meine Schaufel weg. Ich muss mich kurz selbst erstmal koordinieren. Und dann gehe ich hier runter und dann hole ich mir jetzt auf jeden Fall mal ein paar Steine. Am besten so viele wie möglich. Weil, ja, Steine sind eben toll. Ja. Und dann nehme ich noch hier das da hier mit. So. Gut, und dann geht es wieder nach oben. Denn, liebe Leute, ich möchte jetzt allererstes mal hier die Steine umwandeln mit der Umwandlungstaste. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Früher habe ich immer gesagt, das wievielte Datum wir haben und wie viel Uhr wir haben. Das mache ich jetzt auch mal wieder. Wir haben aktuell bei mir den 15. Dezember 2019 und es ist 14:05 Uhr. Also es ist Sonntag bei mir. Und mir ist aufgefallen, dass ich sehr, sehr, sehr viele Folgen rausbringen muss, weil ich war jetzt wieder in letzter Zeit sehr, sehr inaktiv auf YouTube und habe nicht regelmäßig Videos rausgebracht und dann habe ich jetzt verpasst, dass die Weihnachtsfolge ja bald raus muss. Und ja, deswegen habt ihr jetzt hier die Weihnachtsfolge und nicht, dass ihr euch wundert, hey Luca, warum sind in letzter Zeit so ungefähr 2,5 Milliarden Videos rausgekommen? Ja, das wollen wir natürlich nicht. So, dann fliege ich jetzt mal hier nach oben, weil ich würde gerne heute mal anfangen, das Dach so weit zu bauen. Und das könnte eine etwas schwierigere Aufgabe werden, weil ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen soll. Aber gut, das gilt es jetzt heute in dieser Folge herauszufinden. Denn wir wissen ja, dass hier ein flaches Dach dann nach drüben geht, also nicht komplett flach, aber halt so. Nicht unbedingt hoch, also vielleicht hier so hoch ungefähr und dann wieder runter. Und dass dieses Dach quasi, ja, das gibt quasi so ein Viereck, kann man sagen. Jetzt fällt mir gerade aber wieder ein, dass ich das da hier nochmal ändern wollte, weil es mir zu hoch ist. Muss ich nur gerade mal ein bisschen überlegen. Hahaha. Leute, ich ziehe mir mal ganz kurz nochmal das Bild zurate. Ah, genau. Warte. Ich klicke nochmal ganz kurz drauf. Weil da war etwas, das ist mir gerade wieder eingefallen. Und das müssen wir auch so umsetzen. Oder sollten wir auch so umsetzen. Wenn sich das Bild dann mal öffnet, heißt es natürlich. Nehme ich gerade auf. Ja, perfekt, alles läuft. Okay, auf diesem Bild sieht man das jetzt gerade nicht.
aber auf diesem Bild sieht man das und ganz genau. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Genau, und das da hier ist auf selber Höhe. Okay. Das geht tatsächlich hier so und dann hoch und dann. Okay. Das Bild, das behalte ich jetzt einfach mal hier bei mir offen. Denn Leute, wir haben jetzt nicht direkt einen Fehler gemacht, aber wir haben etwas eben, ja, jetzt nicht direkt umgesetzt, kann man sagen. Ich schaue mir das gerade nochmal kurz an von vorne. Aber nee, okay, also so wie wir es gebaut haben, passt das hier auf jeden Fall. Schätze ich. Ich schaue es mir nochmal kurz von vorne an, dass ich das jetzt nochmal genau sehe. Aber ja, genau, von vorne passt es so, wie wir es gemacht haben. Wow. So. Und aber, was es jetzt zu machen gilt, ist, wenn wir uns mal ein Bild von Hogwarts anschauen, dann sehen wir, dass hier so eine Spitze nach unten geht. Und zwar ein bisschen weiter runter. Also schon so. Moment, ich schaue es mir nochmal kurz an. Also schon vielleicht so drei, vier Blöcke oder sowas geht das hier nach unten. Und das würde ich gerne heute eben auch mit euch umsetzen, dass wir das eben ja originalgetreu umbauen. Es könnte etwas schwer werden, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das hier relativ ohne Probleme hinbekommen. Dafür mache ich jetzt einfach mal hier so. Aha. Und dann hier so. Und dann so, so. So, so. Ja, ich denke, wenn wir das jetzt hier so durchziehen, dann könnte das ganz gut werden. Boah, das ist komplizierter, als ich erwartet habe, Leute. Moment mal. Wenn wir das jetzt so machen, dann wird es ja auch schmaler. Aber schmaler will ich es ja jetzt nicht unbedingt haben. Okay, so kompliziert habe ich mir das jetzt einfach nicht vorgestellt. Ich denke, ich ziehe mir dann jetzt erstmal. Ah, wartet, wir haben ja gerade Steinmangel. Platzmangel, meine ich. Deswegen macht es keinen Sinn, das da hier jetzt abzubauen. Puh, Moment mal, wie machen wir das jetzt? Hier ist es so, die Breite behält es bei. Aber es geht eben einfach nach oben. Okay. Also wir müssen zum Schluss trotzdem eben hier ankommen. Und es geht halt eben nur nach unten, aber die Breite behält es quasi bei. Und das könnte ziemlich, ziemlich kompliziert jetzt werden. Und ich weiß auch gerade gar nicht, wie ich das hinbekommen soll. Deswegen, ja, mache ich es jetzt erstmal so, dass ich hier anfange, das Dach eben hier so hoch zu setzen. Und zwar eben so, wie es halt gebaut werden muss. So. Und, ist halt jetzt auch wieder die Frage, wie weit macht es denn Sinn, das zu bauen? Also hier muss auf jeden Fall noch der hier hin. Und dann, ich meine, also wie viele sollten wir denn immer nach hinten gehen? Und ich würde sagen, bauen wir gerade den da hier nochmal ab. Gehen wir so vielleicht in. Ja, in Zweierschritten, weil dann wird es eben nicht zu hoch, aber auch nicht zu flach. Wobei zu hoch könnte wahrscheinlich doch werden. Ich ziehe das jetzt erstmal hier so mit einem Strang vor, dass wir da so eine Vorstellung haben, wie hoch wird das und alles. So. So. Ich habe mir kürzlich einen Film angeschaut im Fernsehen. Den hat mir, beziehungsweise den hat nicht mir, sondern den hat halt so generell der gute Jerome.
vorgeschlagen, beziehungsweise empfohlen, dass man den mal anschauen soll, weil der scheinbar ziemlich gut sein soll. Und ich habe mir den angeschaut und der ist so unglaublich gut. Klaus, Leute, falls ihr Netflix habt oder ähnliches, dann schaut ihn euch auf jeden Fall mal an. Es ist ein Animationsfilm, der quasi so sagen soll, ja, wie ist denn Weihnachten entstanden? Also wie ist es zu Weihnachten gekommen mit dem Weihnachtsmann? Wie ist der Weihnachtsmann so zum Weihnachtsmann halt geworden und was hat es damit auf sich und allem? Und ich finde, das ist eine ziemlich schöne Geschichte. Und auf jeden Fall sehr, sehr gut animiert, sehr, sehr gut gelungen, so vom Prinzip her. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen, als ich ihn gesehen habe. So, hä? Check ich jetzt gerade nicht so ganz, Moment. ich müsste ja jetzt hier nochmal so. Und dann so machen, aber dann macht es ja gar keinen Sinn. Hä? Leute, was mache ich hier gerade falsch? Moment mal. Ja, theoretisch, aber nee, hä? Das verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Wir haben es doch hier überall gleich gemacht. Wir haben hier zwei, da zwei, da zwei, da zwei, da zwei, 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 zwei. Und hier haben wir es doch auch so gemacht. Wir haben hier zwei, 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 zwei. Oh mein Gott. Ja, ich hab den Fehler. Ja, oh mein Gott, okay. Der Turm ist ja kleiner als der und deswegen ist die Spanne hier zwischen dem da hier und dem da hier auch unterschiedlich groß. Und deswegen ergibt sich hier eben eine andere Mitte. Und ja, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie schauen, dass wir das anders lösen. Gut, dass ich das jetzt nicht komplett vorgezogen habe, ansonsten hätten wir ein riesiges Problem. Wie mache ich das denn jetzt am besten, ist eben nur die Frage. Also hinten würde ich es ganz gerne so direkt abschließen lassen. Hier vorne könnten wir eventuell noch was ändern. Zum Beispiel, dass wir eben hier erst noch ein paar reingehen und dann eben erst so hoch gehen. Ja, das gilt es jetzt eben ein bisschen herauszufinden. Also wir müssen auf jeden Fall eine ungerade Zahl dann hier vorne haben. Weil zum Schluss muss das da hier eben die Mitte sein. Das heißt also, hier der kann weg und der kann weg. Und dann müssen wir quasi hier so rauskommen. Ja. Okay. Eigentlich könnte man es da doch dann auch so machen, dass ich jetzt das da hier einmal so abbaue. Und dann baue ich hier einfach hinterher und gucke, wo wir rauskommen. Das ist eine gute Idee, Luca. Das mache ich jetzt so. So, und dann geht es eben hier wieder so. Und dann hier wieder so. Und so. 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 Ja, es ist immer dasselbe. Wir müssen halt nachher nur wieder die Steine einsammeln. Ich habe so Schiss, dass ich hier Shift loslasse. Eigentlich hatte ich vor, auf den LBAH-Server zu gehen, aber scheinbar ist es da gerade so unglaublich voll, dass DagiIP die Whitelist reingemacht hat und ja, deswegen eben keine Chance darin besteht, hier irgendwie auf den Server zu kommen. Naja, egal.
Was man natürlich auch machen könnte, wäre, dass wir die hintere Wand ein bisschen niedriger setzen als die vordere Wand hier, weil dadurch würden wir dann eben hier bis nach oben kommen. Ah nee, wir müssen sie ja dann höher setzen. Aber nee, das sieht ja auch nicht schön aus. Nee, das sieht auch blöd aus. So, aber sieht denn das da hier besser aus, wenn ich das hier so umsetzen möchte? Das ist halt jetzt die Frage. Man könnte natürlich zum Beispiel sagen, dass wir jetzt dann hier halt hier so eine Plattform machen und dann hier noch so ein Mäuerchen und dann hat man eben hier noch so einen Balkon. Ist halt die Frage, wie sehr gefällt mir das? Also groß eine andere Wahl haben wir ja gar nicht, außer wir bauen jetzt hier alles nochmal ab, aber das darauf habe ich ehrlich gesagt auch nicht so Lust. Ja, genau. Auf jeden Fall baue ich jetzt hier mal so, weil wir müssen natürlich auch hier zum Schluss den Turm noch vervollständigen. Und eben hier auch so. So. Und dann kommt ja hier der hier. Aber doch, Leute, ich glaube, so setze ich das jetzt auch um. Na, egal. So. Genau. Und dann kann der da hier auch noch weiter. Der da hier auch und der da hier auch. Dann sieht es halt jetzt hier so aus, aber also wirklich schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Ist halt ein bisschen doof jetzt, aber naja. So. Und dann hier so. So, so. Und zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Und, na, nicht ganz. Ach komm schon, warum komme ich denn da nicht dran? So. 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 Genau. Aber hier, das war jetzt gerade ein bisschen falsch gesetzt von mir. Weil nachdem das hier kommt, hier einer nach innen. Das heißt also hier so. Und dann kommt nochmal. Moment, aber das ist doch dann. Genau, jetzt bin ich gerade hier auf der Höhe. Ah, aber dann hätte der das hier. Ah, hä? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 1. Okay, jetzt ist halt nur die Frage, wo habe ich es jetzt hier anders gemacht? Und das irritiert mich gerade hier vollkommen. Aber 1, 2, 3, 4. Genau, und dann muss der da hier weg. Weil der wird dann jetzt hier auch innen schon gesetzt. So. Und dann kann der da hier weg. Weil da wird dann nochmal einen mehr innen gesetzt. Und genau, aber das ist dann jetzt hier schon so ein Zweier. Und dann geht es hier nochmal weiter. Und da kommt dann jetzt ein Dreier hin. Zwei, drei. Hä? Habe ich etwa irgendwo falsch gebaut? Ich hoffe nicht. Halt mal, halt mal, halt mal. Moment mal. Ja, das Texture Pack ist so kacke, wenn man gucken will, ob man auf derselben Höhe ist. Aber das da hier ist auf derselben Höhe. Das heißt, hier. Ja, der da hier macht gar keinen Sinn. Okay. Ja, dann baue ich den da hier nochmal ganz ab. Wie gut, dass mir das jetzt hier auffällt.
Ansonsten hätte ich nämlich irgendwann später ein ernstes Problem. So, erstmal soweit. Eigentlich muss ich den ja jetzt hier komplett ab. Ah. Okay. Ich hab's. Ja. Okay. Ach, ich bin so ein Trottel, Leute. Also manchmal da. Nee, darüber reden wir jetzt einfach nicht. So, kurzer Zeitumkehrer. Wie lange nehme ich denn schon auf? Seit 20 Minuten. Okay, das Problem hier möchte ich aber jetzt nochmal kurz lösen. Weil das hier, das wird natürlich dann jetzt hier bis hierhin, oder? Oder bis. Nee, genau, bis hierhin. Und, so. Genau, jetzt stimmt es nämlich wieder. Und das da hier, das war so, ja, ich weiß, warum das jetzt ist. Aber gut, okay. Eigentlich könnte man das ja hier jetzt auch aufhören lassen, hier. Weil das, genau, weil dann ist es jetzt, alles klar, okay. Verstehe. So, aber dann muss das da hier leider alles nochmal ab, was wir jetzt hier gebaut haben. Wie gut, dass ich in WBPW aufpasse. Also meistens. So. Dann muss hier nämlich jetzt so einer kommen. Dann kommt hier dieses 3. Genau. Ah, ne, 4. 4 sind's, genau. Ne, 3. Hä? Ne, 3. 1. 2. 3. Genau, und dann muss der da hier dahin. Weil hier kommt dann jetzt ein Zweier hin. Genau, und dann kommt ein Einser. Okay, und dann kommt ein Einser. Genau, hier ist der Zweier und dann kommt hier ein Einser. Und dann kommt jetzt hier zack, zack. Zack, zack, zack. Und ja, genau. Und dann wird es eben hier so verbunden. Moment, ich mach das mal ganz kurz. So, so. So, so. So, so. Okay, jetzt sind hier keine Lücken mehr. Genau. Okay, jetzt müsste das theoretisch alles hier stimmen. Theoretisch, sage ich extra. Nämlich wenn ich jetzt hier so mache. Nie. Also irgendwann wird er bestimmt hier gesetzt, aber jetzt noch nicht. So. Und dann so, 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 so. Okay, stimmt denn jetzt alles hier? Genau. 3, 2, 1, 2, 3. Gut. Ja, dann haben wir das jetzt hier zum Glück geschafft. Sehr schön, okay. Dann würde ich sagen. Ja, was würde ich denn sagen? Ja, ich schaue jetzt noch ganz kurz, dass es hier eben mit der Wand passt alles. Ich ziehe hier das da hier nochmal kurz ein bisschen höher. So, dann passt es nämlich hier auch. Und dann kommt das hier so hin. Und eigentlich könnte ich sogar die Wand hier schon so ein bisschen vorziehen. Zwar jetzt nicht komplett, weil irgendwo würde ich mich 100% verbauen. Ich kenne mich, Leute. Ja, genau. Genau, hier wieder nur einen. Genau, und dann die zwei. Gut, okay. Verbinden werde ich das jetzt aber nicht, obwohl ich das eigentlich schon ganz gerne würde, aber. Kommt 24 Minuten? Ja, kommt, Leute, das mache ich jetzt noch. Es ist Weihnachten, da kann man das auch noch schön machen. So. Ich weiß gar nicht, hättet ihr vielleicht Ideen, was ich für nächstes Weihnachten machen könnte? So irgendwas Passendes, Weihnachtliches oder sowas? Weil bisher war es ja, glaube ich, immer so, dass wir einfach eine normale Folge halt mit Weihnachtsstil irgendwie gemacht haben.
Aber das wird ja jetzt auch, glaube ich, ein bisschen eintönig, kann man sagen. Und ich würde da schon gerne auch was ändern. Und wenn ihr Vorschläge hättet, was ich denn nächstes Weihnachten vielleicht machen könnte, was natürlich auch irgendwie irgendwo realistisch umsetzbar für mich ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also auch wenn es unrealistisch für mich ist, aber dann werde ich es halt nicht umsetzen können. Ja, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare und wer weiß, vielleicht setze ich es ja um. Ja, genau. So, jetzt mache ich das da hier noch ganz kurz ein bisschen höher, damit man eben hier auch erkenntlich sieht, wo eben der Turm hier sein soll. So. Das ziehe ich jetzt hier einmal kurz so rum. So. Oh Leute, schaut mal, wie der Schatten hier fällt. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Generell, ich glaube, ich habe einen Schattenfetisch. Also, nicht wirklich, aber so. Ich liebe Schattierungen, besonders in Minecraft. Und wenn irgendwo, zum Beispiel, wenn ich auf dem Schulweg bin, da fährt unsere Bahn über eine Brücke. So, na, über eine Brücke halt. Und da denke ich mir dann auch immer so, oh mein Gott, Schatten, ich liebe es. Ja, genau. So, wie wir das da hier umsetzen, das muss ich definitiv nochmal schauen. Aber Leute, so weit sind wir jetzt hier aktuell mit dem Dach. Und es gefällt mir sogar eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Ja, wenn es euch genauso gefällt, dann zeigt es mir sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch aber nicht gefällt, dann könnt ihr auch entweder das Video eben verlassen oder einen Daumen nach unten geben. Über einen Daumen nach unten freue ich mich aber in der Regel nicht so gern. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann könnt ihr es mir natürlich auch sehr, sehr gerne mit einem kostenlosen Abo zeigen, wenn ihr mich weiterverfolgen wollt. Was ihr mir jetzt hier rechts oder unten rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von We Build Potter's World. Das war's von mir, dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.